Ja, hallihallo, liebe Leute, und da sind wir auch mal wieder bei Black Nummer 3. Ja, der gute Mary ist natürlich wieder mal ein Arsch wie immer. Na ja, schauen wir uns mal an. Ah, Nummer 2. Na dann, schauen wir uns doch mal das neue Zimmer an. Das Zimmer sieht fast genauso aus wie das andere, das ich vor 3 Wochen hatte. Wahrscheinlich hat Mary Rabatt für die Innenausstattung bekommen. Wow. Da läuft nur atmosphärisches Rauschen. Wahrscheinlich muss man für das Fernsehprogramm extra bezahlen. Garantiert. Will man Mary zumindest zutrauen. Um den hässlichen grauen Teppich zu verdecken, wurde ein noch hässlicherer beiger Teppich drüber gelegt. Super Strategie. Einmal doch. Ich habe bloß eine Jacke aus Boston mitgenommen. Und die lasse ich Tag und Nacht an. Das Ding hier ist völlig unbrauchbar für mich. Ein paar Standardbilder aus dem Katalog ziehe um die Wand. Stadtansichten von Willow Creek. Immerhin besser als Porträts von meinen blutrünstigen Verwandten. Ein antiquiertes Stück für antiquierte Hintern. Okay, wirklich was Neues scheint es hier nicht zu geben. Na gut. Hätte ja sein können. Sauber aus den Angeln gehoben. Wahrscheinlich waren die Scharniere kaputt. Da hinten ist nur eine kleine Sitzecke. 2 Sessel, ein Tisch, ein Regal mit Büchern. Der Grundriss vom Hotel. Hier sind alle Räume eingezeichnet. Murrays Büro liegt direkt neben meinem Zimmer. Na toll. Eine Schale mit Äpfeln, bestimmt vergiftet. Mary, mein Lieblingshotelier. Zuvorkommend, hilfsbereit, höflich und stets bemüht, aus Verbrechen den maximalen Profit zu schaffen. Ja, das ist der Murray, den wir kennen. Was haben wir da? Blutige Grüße aus dem Mörderdorf. Black Mirror Castle sehen und sterben. Hello and goodbye mit den Gordons. Ziemlich einseitige Kartenauswahl. So ist er halt. Black Mirror Castle im Posterformat. Ich frage mich, wer sich sowas übers Bett hängt. Oh, warte. Der Willow Creek Telegraph. Die Gäste müssen ja auf dem Laufenden bleiben über alles, was der Mörder so treibt. Na gut, vielleicht hätte man die Zeit immer mitnehmen können oder so. Ach, na gut. Da geht es einige Stufen nach unten. Sie führen hinter das Hotel. Ich glaube zum Fluss. Dann runter mit dir. Da geht es einige Stufen nach unten. Okay, da will er nicht hin, obwohl es da eindeutig runter geht. Aber na gut, vielleicht später. Dann ab in den Wald mit dir. Ich glaube nicht, dass wir schon alles für so ein Foto haben. Fahrt, Straße, Bäume, Schotterweg, okay. Nehmen wir mal erstmal den Schotterweg. Das ist eigentlich ein Parkverbotsschild. Aber ich vermute, in diesem Zusammenhang meint es draußen bleiben. Ein verschlossenes Tor aus maroden Brettern. Der Stacheldraht und das Schild wurden an das Tor genagelt. Damit kann man es von der anderen Seite öffnen oder schließen, ohne den Stacheldraht zu berühren. Nett. Nein, ich habe keine Lust mehr, Stacheldraht um die Waden zu bringen. Ach komm, ist doch lustig. Schaut Trampelfahrt oder weiter den Schotterweg folgen. Ich nehme mal den Schotterweg.
Ach, dann sind wir hier beim alten Leuchtturm, nett. Hier habe ich Miss Valleys Leiche gefunden. Ja, genau hier. Aber man sieht keine Hinweise mehr für dieses Verbrechen. Schon im nächsten Frühling werden sich hier wieder die Verliebten umarmen und auf das Meer hinausschauen. Die Wendeltreppe ist total zerfallen. Der Leuchtturm wird schon ewig nicht mehr benutzt. Ein alter, verlassener Leuchtturm. Er muss vor sehr vielen Jahren eingestürzt sein. Ach, hier werden Erinnerungen wach. Der Verschlag ist auch zerstört. Nun ist er sogar für Ralph unbewohnbar. Tja, das ist jetzt auch eine gute Frage. Wo ist er jetzt? Die Treppen führten ursprünglich in den ersten Stock. Jetzt ist da nichts mehr. Die Hälfte eines riesigen Torbogens. Die Akademie muss ein beeindruckendes Gebäude gewesen sein. Ein riesiger Haufen Schutt ist alles, was vom Eingang zur Akademie übrig geblieben ist. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich da noch heil rausgekommen bin. Okay, im Gegensatz zum Orden, oder wie? Ist halt eine große Frage, wer hat alles noch rausgeschafft, als das Teil zusammengebrochen ist? Wer hier mit dem Auto fährt, ist entweder ziemlich mutig oder ziemlich dumm. Oder beides. Na gut, dann gehen wir auch mal den Trampelpfad lang, oder? Planlos durch den Wald laufen? Nein, danke. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, bin ich wegen Brandstiftung und Mord verhaftet worden. Na gut, hast natürlich recht, das sollte man nicht nochmal machen müssen. Kaputter Wegweiser. Es ist kaum noch zu erkennen, was mal drauf stand. Na toll. Unbefestigte Straße zum Schloss, aha. Tote Äste an einem toten Baum. Bei diesem Anblick fühlt man sich doch gleich viel lebendiger. Dann auch zum Schloss. Spektakuläre Kulisse, hm? Aber wo ich schon mal hier bin, sollte ich mal bei Victoria vorbeischauen und fragen, wie es ihr geht. Ein großer Felsblock. Ich bin zwar kein Geologe, aber der sieht nicht so aus, als wäre er von hier. Vermutlich ein Überbleibsel aus der Bronzezeit. Wie die Dinger in Stonehenge. Das Tor ist verriegelt und verrammelt. Von hier aus sieht das Schloss richtig bedrohlich aus. Ach, vorher nicht? Sieht aus, als hätten hier ein paar Jugendliche eine Party gefeiert. Bates würde ausrasten, wenn er das hier sehen würde. Ja, nur leider lebt er ja nicht mehr. Ein leerer Briefkasten. Ein leerer Briefkasten. Oh! Wir haben eine neue Türklingel mit Gegensprechanlage. Wer ist da? Mein Name ist der Adrian Gordon. Ich würde gern zu Victoria. Hallo? Wow, sehr nett. Kommen Sie rein, Mr. Gordon. Lady Victoria ist gerade aufgewacht. Ja, natürlich.
Entschuldigen Sie das Chaos. Die Handwerker sind gerade fleißig am Renovieren. Sie kümmern sich um Victoria? Ja, ich bin ausgebildete Krankenschwester. Ihre... Urgroßmutter. Ihrer Urgroßmutter fehlt es an nichts bei mir. Danke, Miss... Antolini. Schwester Valentina Antolini. Danke, Schwester Antolini. Darf ich Sie noch kurz etwas fragen? Finden Sie, dass eine Baustelle der richtige Ort für so eine alte Dame ist? Lady Victoria bestand hartnäckig darauf, unbedingt ins Schloss verlegt zu werden. Sie meinte, sie wäre hier geboren und wolle hier sterben. Und die Mauern hier sind ziemlich dick. Allzu viel hört sie nicht. Zumindest hat sie sich noch nie beschwert. Wie geht es, Victoria? Den Umständen entsprechend. Sie spricht leider nicht mit mir. Vielleicht haben Sie mehr Glück. Na, mal schauen. Oh Gott, hier sieht's aus wie in einem Sterbezimmer. Mir wird ganz klamm ums Herz. Hoffentlich geht's Victoria bald wieder besser. Gott, gibt's hier viel zu gucken. Ein kleines Kästchen. Wahrscheinlich bewahrt Victoria dort ihren Schmuck auf. Gemälde, Regal, Bett. Ach, gucken wir das mal an. Das Bild einer Frau in Weiß. Sieht aus wie eine Art Hochzeitskleid. Williams Name steht unten rechts in der Ecke. Das Bild muss mein Urgroßvater gemalt haben. Victoria. Meine Urgroßmutter und die einzige meiner Familie, die mir noch geblieben ist. Hallo, Victoria. Ich bin's. Adrian. Wirst du auch gut versorgt? Victoria, geht es dir gut? Hast du die Kaution für mich hinterlegt? Victoria, ich brauche deine Hilfe. Wirklich. Die Polizei glaubt mir nicht. Wie soll ich ihnen klar machen, dass ich Adrian Gordon bin, wenn Darren Michaels in meinem Ausweis steht? Victoria, du bist die Einzige, die mir helfen kann. Bitte. Das mit Bates, Eleanor und Sally tut mir leid. Es muss schrecklich für dich sein. Oh, sie hat reagiert. Adrian, sag mir die Wahrheit. Warst du das? Hast du das Feuer gelegt? Nein, Victoria, ich war es nicht. Es war Louis. Er hat gemacht, was Angelina von ihm verlangt hat. Sie steckte hinter all den Morden. Sie war es auch, die mich hierher gelockt hat, weil sie mich brauchte für... Du weißt schon den Fluch, der nur die männlichen Gordons trifft. Sie wollte das erreichen, was Samuel verhindern wollte. Sie war besessen davon. Hat mich belogen, uns alle. Was soll das, Adrian? Du hörst dich an wie ein Feigling. Ich war das nicht. Angelina war das. Warum soll ich dir glauben? Warum bist du überhaupt hergekommen? In Amerika ging es dir doch gut. Wärst du doch nur dort geblieben. Bates könnte noch leben. Eleanor, Catherine, Miss Valley. Du bist zu schwach. Du kannst Mordred nichts entgegensetzen. Sein Geist reitet dich so leicht wie ein Kind das Schaukelpferd. Kaum tauchst du auf, geschieht nur Unheil. Verschwinde wieder, Edwin. Tu mir den Gefallen und geh dahin zurück, woher du gekommen bist, bevor auch noch die andere Hälfte des Schlosses in Flammen aufgeht. Oh Mann. Bitte wieder nur so eine Vision sein, bitte. Was haben Sie mit ihr gemacht? Gar nichts. Ich habe nur mit ihr geredet. Gehen Sie jetzt. Ihre Urgroßmutter braucht Ruhe. Ja, tut mir leid, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Gehen Sie. Ja, ich hau ja schon ab. Super gelaufen. Jetzt hassen mich nicht nur alle Dorfbewohner, sondern auch noch die Einzige, die von meiner Familie noch übrig ist. Wirklich toll gemacht, Darren. Wäre ich nicht schon in Therapie, würde ich sie jetzt anfangen. Oh Mann, das ist wirklich nicht so schön.
Ach, nach Wormhill könnte ich noch mal gucken. Schaffe ich das? Das ist die Straße nach Wormhill, das Nachbardorf von Willow Creek. Naja, Dorf ist etwas übertrieben, aber immerhin gibt es dort eine Kirche. Dorthin laufen möchte ich trotzdem nicht, solange ich keinen Grund dazu habe. Eben noch am Baum, jetzt schon auf der Erde. Das nennt man Herbst. Ja, den Pfad will er wahrscheinlich auch nicht, also weiter zurück die Straße runter. Ich will gerade nichts stören. Na gut, dann nicht. Also irgendwo müssen wir ein Messer herkriegen und dann dieses blöde Foto für Mary machen. Mal schauen, mit dem Fass können wir was machen.